Es war ein sonniger Morgen in Los Angeles. Die Luft war noch frisch und die Straßen füllten sich mit dem typischen Lärm eines Dienstags. Auf dem zentralen Polizeirevier unterhielten sich die Beamten in einem entspannten Ton. Die Ruhe zu Beginn des Tages wurde nur durch das sporadische Klingeln von Telefonen und die Bearbeitung von Papieren unterbrochen. Plötzlich öffneten sich die Türen des Polizeireviers und ein etwa 9-jähriger Junge rannte herein. Er keuchte, seine Augen waren weit aufgerissen und er schien am Rande der Verzweiflung zu stehen. Alle im Raum blieben stehen und drehten sich zu ihm um. »Bitte, ich brauche Hilfe«, rief er mit zitternder Stimme. Carlos, ein erfahrener Polizist von stämmiger Statur, stellte die Kaffeetasse ab, die er in der Hand hielt, und ging schnell auf den Jungen zu. Er ging in die Hocke, um seine volle Größe zu erreichen. »Beruhige dich, Junge. Was ist passiert?«, fragte Carlos, und seine tiefe Stimme wurde weicher, um zu beruhigen. Der Junge, der sich als Jamal zu erkennen gab, hielt Carlos' Arm fest umklammert, als fürchte er, er würde verschwinden. »Mein Vater! Er...« »Sie müssen meinen Vater verhaften«, flehte Jamal mit Tränen in den Augen. Die Polizeiwache verstummte. Der ungewöhnliche Satz veranlasste alle, sich gegenseitig anzuschauen und zu versuchen zu verstehen, was ein Kind zu einem solch verzweifelten Flehen veranlassen konnte. Carlos holte tief Luft, als er erkannte, dass der Junge sich in einem Zustand purer Panik befand. »Hey, beruhige dich. Setzen wir uns hin und reden, okay?« sagte Carlos und versuchte, den Jungen zu einem Stuhl in der Nähe zu führen. Jamal zögerte, nickte aber schließlich und folgte Carlos zu einem Stuhl. Die Tränen liefen ihm noch immer über das Gesicht, während er die Hände fest im Schoß verschränkte. »Was passiert mit deinem Vater? Warum wollen Sie, dass wir ihn verhaften?«, fragte Carlos vorsichtig. Jamal schien nach den Worten zu ringen. Er sah sich um, als hätte er Angst, belauscht zu werden. »Er ist nicht böse, ich schwöre. Aber er braucht Hilfe. Und Sie können ihm helfen, wenn Sie ihn verhaften. Bitte.« Carlos runzelte verwirrt die Stirn, ging aber nicht weiter darauf ein. Ihm war klar, dass hinter diesen Worten etwas anderes steckte. Die Polizistin Anna, eine junge Frau mit einem mitfühlenden Blick, kam näher und hockte sich neben Jamal. »Hallo Jamal, ich bin Anna. Wir werden uns alles anhören, was du uns sagen willst«, sagte sie und bot ihm ein Glas Wasser an. Jamal nahm das Glas. Seine Hände zitterten, aber er schien immer noch zu zögern. Er holte tief Luft, als ob er sich darauf vorbereitete, etwas preiszugeben, das ihn schon lange verschlungen hatte. Carlos sah Anna an, und beiden war klar, dass dies kein einfaches Gespräch werden würde. »Es ist alles in Ordnung, Jamal. Wir sind hier, um dir zu helfen«, sagte Carlos noch einmal, während eine Welle der Spannung den Raum zu erfassen schien. Jamal umklammerte das Glas Wasser so fest, dass er Angst zu haben schien, es würde ihm durch die Finger rutschen. Carlos und Anna warteten geduldig, denn sie wussten, dass der Junge Zeit brauchte. Schließlich hob er den Blick und richtete ihn auf Anna. »Es ist wegen des Essens«, sagte er mit zitternder Stimme. Anna lehnte sich ein wenig näher heran, ihr Gesicht drückte echte Besorgnis aus. »Das Essen? Was meinst du, Jamal?«, fragte sie leise. Der Junge holte tief Luft und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. »Mein Vater wird wütend, sehr wütend, wenn es kein Essen im Haus gibt. Er schreit, tritt gegen Dinge. Er tut niemandem weh, aber er sieht anders aus, als ob er nicht er selbst wäre.« Anna tauschte einen kurzen Blick mit Carlos, der einen ernsten Gesichtsausdruck aufsetzte. Jamal umklammerte sein Wasserglas noch fester. »Ich dachte, wenn er hier ist, bei dir, kann er essen. Er würde etwas zu essen haben. Du lässt doch niemanden hungern, oder?« Anna fühlte eine Enge in ihrer Brust. Jamals kindliche Logik war einfach und niederschmetternd. Er war nicht da, um seinen Vater zu denunzieren. Er wollte ihn retten. »Jamal«, begann Anna und wählte ihre Worte mit Bedacht, »haben du und dein Vater denn nichts zu essen zu Hause?« Jamal schüttelte verneinend den Kopf und wieder stiegen ihm Tränen in die Augen. »Gestern Abend hatte er einen Teller an die Wand geworfen. Es gab nichts, was man darauf stellen konnte. Nichts.« Seine Stimme brach und er begann zu schluchzen. Anna legte ihre Hand auf Jamals Schulter, während Carlos neben ihr die Arme verschränkte und versuchte, die Wut und die Traurigkeit zu kontrollieren, die er empfand, als er das hörte. »Es ist in Ordnung, Jamal. Es ist sehr mutig von dir, hierher zu kommen und uns das zu erzählen. Wir werden dir helfen, okay?« sagte Anna, ihre Stimme fest, aber sanft. Jamal sah sie an und in seinen Augen keimte Hoffnung auf.
Versprechen Sie mir das? Sie werden ihm nicht wehtun? Er ist kein schlechter Mensch, ich schwöre es. Er ist nur verloren. Carlos kam näher, kniete sich hin und sah Jamal in die Augen. Wir versprechen es, Jamal. Niemand wird deinem Vater etwas tun. Aber wir müssen besser verstehen, was hier los ist. Kannst du uns mehr über dich erzählen? Jamal zögerte und biss sich auf die Unterlippe. Er schaute auf seine Hände, die nervös mit dem Wasserglas herumfuchtelten. Es gibt nur ihn und mich. Meine Mutter hat uns verlassen, als ich noch klein war. Er war immer ein guter Vater, weißt du? Er hat mit mir gespielt, gelacht. Aber jetzt, wo er keine Arbeit findet... Jamal hielt inne und drückte seine Augen zu, um die Tränen zurückzuhalten. Anna versuchte, ihn wieder zu beruhigen. Und er hat keine Freunde oder Verwandte, die ihm helfen können? Nein. Er sagt immer nur wir beide gegen den Rest der Welt. Anna und Carlos tauschten wieder Blicke aus. Es bestand kein Zweifel, dass dies ein dringender, aber auch ein heikler Fall war. Anna stand auf und gab Carlos ein Zeichen. Jamal, wir werden dir und deinem Vater helfen. Ich möchte, dass du eine Weile hier wartest, okay? Sagte Anna mit einem beruhigenden Lächeln. Er nickte, während sie und Carlos in einen ruhigeren Bereich der Polizeiwache gingen. Sobald sie außerhalb von Jamals Reichweite waren, seufzte Anna tief. Das ist nicht nur ein Fall von Nahrungsmangel, Carlos. Es ist viel ernster. Er ist emotional am Ende. Und wie es scheint, ist es sein Vater auch. Carlos rieb sich nachdenklich das Kinn. Wir müssen zu ihrem Haus gehen. Wir müssen mit eigenen Augen sehen, was da los ist. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wenn der Vater gereizt ist, könnte eine falsche Annäherung alles noch schlimmer machen. Anna stimmte zu und richtete ihre Haltung auf. Ich rufe den Sozialdienst an und bereite alles vor. Aber irgendetwas sagt mir, dass dieser Junge mehr zu verbergen hat. Carlos schaute zu Jamal, der allein saß und seine Knie umarmte. Das glaube ich auch. Und Anna, wir müssen dafür sorgen, dass er weiß, dass er uns vertrauen kann. Sie wussten beide, dass diese Geschichte gerade erst begonnen hatte. Carlos hielt das Formular hoch, das Anna mit ersten Informationen über Jamal und seinen Vater John vorbereitet hatte. Die Adresse befand sich in einer Gegend von Los Angeles, die von alten Häusern und offensichtlichen Anzeichen von Verlassenheit geprägt war. Zu dem Team, das mit dem Besuch beauftragt war, gehörten Carlos, Anna und ein Sozialarbeiter namens Richard, der schon früher mit heiklen Fällen wie diesem zu tun gehabt hatte. Der Polizeiwagen parkte vor einem Haus, das eine Ruine zu sein schien. Die Farbe blätterte ab, die Fenster hatten schiefe Fensterläden und der Hof war ein Gewirr aus Unkraut. Carlos stieg aus dem Auto, seine Schritte hallten auf dem rissigen Betonpflaster wider. »Da sind wir«, sagte er und sah Anna an, die ihren Ausweis zurechtrückte. Richard seufzte und hielt ein Klemmbrett mit Papieren hoch. »Situationen wie diese sind nie einfach. Immer mit der Ruhe«, mahnte er. Sie stiegen vorsichtig die Stufen zum Balkon hinauf und Carlos klopfte an die abgenutzte Holztür. Es herrschte Stille, gefolgt von langsamen, zögernden Schritten auf der anderen Seite. Die Tür öffnete sich einen Spalt und gab den Blick auf Johns müdes Gesicht frei. Er sah aus wie ein Mann in den 40ern, mit tiefen Augenringen und einer hageren Miene. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er mit heiserer Stimme. Carlos trat vor und hob friedlich die Hände. »Mr. John, wir sind von der LAPD. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, wir wollen nur mit Ihnen reden.« John kniff die Augen zusammen und zögerte, bevor er die Tür weit öffnete. Er trug ein altes Hemd mit Schmutzflecken und abgetragene Jeans. Die Atmosphäre im Inneren des Hauses war fast so düster wie draußen. Abgenutzte Möbel standen verstreut in einem Raum voller Kisten und Taschen. Von Essen war nichts zu sehen, nicht einmal in der kleinen Küche, die im Hintergrund zu sehen war. »Worüber wollt ihr reden?«, fragte John und verschränkte abwehrend die Arme. Anna mischte sich ein, ihre Stimme war sanft, aber bestimmt. »Wir haben mit ihrem Sohn Jamal gesprochen. Er sagte uns, dass sie mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Wir sind hier, um ihnen zu helfen, Mr. John.« Die Erwähnung von Jamal ließ John leicht zusammenzucken, als hätte ihn etwas getroffen. »Hat er es Ihnen gesagt?«, murmelte er. Seine Stimme war fast unhörbar. Seine Augen füllten sich mit Tränen, aber er wandte sein Gesicht schnell ab und versuchte, seine Rührung zu verbergen. Carlos nutzte die Lücke. »Ja, mein Herr. Er macht sich Sorgen um Sie. Er will nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Wir wollen nur verstehen, was hier vor sich geht.« John seufzte tief. Seine Schultern sackten in sich zusammen,
als ob all die Kraft, die er zu zeigen versucht hatte, verschwunden war. Er nickte ihnen zu, damit sie eintreten konnten. Carlos, Anna und Richard folgten und beobachteten jedes Detail. »Entschuldigen Sie die Unordnung. John zögerte. »Ich kann die Dinge nicht in Ordnung halten. Ich war in letzter Zeit nicht in der Lage, viel zu tun.« Anna sah zu Richard, der sich Notizen machte. Dann wandte sie sich an John. »Wie lange sind Sie schon arbeitslos?«, fragte sie. John fuhr sich mit der Hand durch sein zerzaustes Haar und vermied es, sie direkt anzuschauen. »Mehr als ein Jahr. Nach der Pandemie habe ich meinen Job verloren und ich konnte nichts anderes finden. Niemand will jemanden in meinem Alter einstellen, der keine Ausbildung hat.« Richard machte einen Schritt nach vorne. »Ich verstehe, dass es sehr schwierig sein muss. Aber wie kommen Sie mit dem Essen zurecht? Gibt es irgendeine Art von Unterstützung?« John schüttelte den Kopf und stieß ein bitteres Lachen aus. »Unterstützung? Die Formulare, die Warteschlangen, die langen Antworten? Wir haben nichts erreicht. Ich habe getan, was ich konnte. Ich suche mir hier und da einen Gelegenheitsjob, aber es reicht nicht. Nicht einmal, um alle Rechnungen zu bezahlen, geschweige denn für Essen.« Anna näherte sich. Ihr Blick war voller Mitgefühl. »Du liebst Jamal sehr, nicht wahr? Er liebt dich auch. Er macht sich große Sorgen.« John brach schließlich zusammen, setzte sich auf einen improvisierten Stuhl und vergrub sein Gesicht in seinen Händen. »Natürlich liebe ich meinen Sohn. Er ist alles, was ich habe. Aber ich habe versagt. Ich kann ihm nicht geben, was er braucht. Manchmal sehe ich seinen Gesichtsausdruck, wenn ich den leeren Schrank öffne. Und es ist, als wäre ich der schlechteste Vater der Welt.« Stille erfüllte den Raum. Anna berührte leicht Johns Schulter. »Du bist kein Versager, John. Du machst gerade eine schwierige Situation durch, aber es gibt Möglichkeiten, das zu ändern. Wir sind hier, um zu helfen.« Richard nickte und legte einen Zettel auf den Tisch. »Das ist eine Kontaktperson der Wohlfahrt, die Ihnen sofort helfen kann. Und ich stehe bereits in Kontakt mit einigen örtlichen Einrichtungen, die für Essen und Kleidung sorgen können, bis etwas Dauerhaftes organisiert ist.« John nahm den Zettel mit zitternden Händen in die Hand. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll.« Carlos kam näher und sah John direkt in die Augen. »Du brauchst jetzt nichts zu sagen. Vertrauen Sie einfach darauf, dass wir auf Ihrer Seite sind. Und, John, Sie haben mehr Kraft, als Ihnen bewusst ist. Wir werden das gemeinsam in Ordnung bringen.« Als sie das Haus verließen, konnte das Team nicht umhin, die subtile Veränderung in Johns Gesichtsausdruck zu bemerken. Ein Mann, der noch immer unter der Last der Umstände leidet, aber einen kleinen Hoffnungsschimmer hat. Am nächsten Morgen kam ungewöhnlich viel Bewegung in die Polizeistation. Carlos und Annas Team konzentrierten sich auf eine Aufgabe: die Organisation eines Unterstützungsnetzes für John und Jamal. Inmitten des Hin und Her hatte Jamals Geschichte die Herzen vieler auf dem Polizeirevier berührt und die Pläne begannen zu leben. Anna tippte fieberhaft auf ihrem Computer und kontaktierte lokale Organisationen, während Carlos sich mit anderen Polizeibeamten absprach, um die Nachricht zu verbreiten. Richard, der Sozialarbeiter, stellte ebenfalls Kontakte her, um eine stabilere Lösung zu finden. »Werden wir es schaffen, Carlos?«, fragte Anna und sah ihn mit einer Mischung aus Entschlossenheit und Sorge an. Carlos, der das Funkgerät auf seiner Schulter justierte, antwortete mit Überzeugung: »Wir haben keine andere Wahl, Anna. Wir werden diesen Jungen nicht allein lassen.« Innerhalb weniger Stunden trafen die ersten Spenden ein. Im Besprechungsraum der Polizeistation stapelten sich Säcke mit Lebensmitteln, Kleidung und sogar Spielzeug. Einige Nachbarn aus Johns Umgebung, die von der Situation erfahren hatten, kamen mit weiteren Spenden. »Der Junge und sein Vater werden nicht mehr hungern«, sagte Dona Marta, eine grauhaarige Frau, die einen Korb voller Lebensmittel mitbrachte. Niemand sollte so etwas durchmachen müssen, schon gar nicht ein Kind. Inzwischen erhielt Carlos einen Anruf, der ihn aufmunterte. Er kam von einem Bekannten, der eine lokale Baufirma besaß. »Carlos, ich habe von der Situation gehört. Wir brauchen eine Hilfskraft im Lager. Es ist nicht viel, aber es ist eine ehrliche Arbeit. Würde dieser Vater annehmen?« »Er würde es nicht nur annehmen, sondern es könnte alles für Sie ändern.« »Danke, Kumpel«, antwortete Carlos und lächelte. In Johns Haus schaute Jamal aus dem Fenster und war überrascht, eine Reihe von Autos parken zu sehen. Anna war die Erste, die ausstieg und Taschen trug. Carlos und andere Polizisten folgten mit Kisten voller Lebensmittel und Kleidung. John stand verwirrt in der Tür, während Jamal Anna zur Seite eilte. »Was ist hier eigentlich los?«,
fragte John und versuchte zu verstehen. Anna lächelte. »Wir halten unser Versprechen, John. Das ist alles nur für dich.« John blinzelte ein paar Mal benommen. Carlos legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Eine geeinte Gemeinschaft kann Wunder bewirken, John. Und heute ist das für dich und Jamal.« Tränen liefen über Johns Gesicht. Jamal sah die Polizisten, die die Kisten ausluden, mit einer Mischung aus Freude und Unglauben an. »Ist das ernst gemeint?« »Für uns?«, fragte Jamal, immer noch Annas Arm haltend. Anna beugte sich auf seine Höhe hinunter. »Es ist für dich, Jamal. Du hattest den Mut, um Hilfe zu bitten. Und jetzt sieh dir an, was es dir gebracht hat.« Während sie ausluden, erschienen Johns Nachbarn und brachten weitere Spenden. Eine Frau überreichte Jamal ein gebrauchtes Fahrrad, das aber in gutem Zustand war. »Für dich, mein Kleiner, ich hoffe, es gefällt dir«, sagte sie. Jamal hielt das Fahrrad in der Hand, als wäre es der größte Schatz der Welt. »Ich danke dir«, rief er, und seine Stimme war voller Freude. Im Haus nahm Carlos John zur Seite. »Ich habe eine Neuigkeit für dich, John. Ein Freund von mir hat einen Job für dich. Er ist nicht glamourös, aber er ist ehrlich und er wird dir helfen, neu anzufangen.« John schien nicht in der Lage zu sein, alles zu verarbeiten. Er drückte Carlos' Hand ganz fest. »Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich dachte, ich wäre allein. Aber Sie...« Er atmete tief durch und versuchte, seine Gefühle zu beherrschen. »Sie haben mir das Leben gerettet.« Carlos drückte wieder seine Schulter. »Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Aber du bist nicht allein. Wir sind hier. Wir alle.« Als die Nacht hereinbrach, saßen John und Jamal in dem kleinen Raum, der jetzt voller Taschen und Kisten war. Jamal hielt einen Teddybär, den er gewonnen hatte, während John das Essen auf dem Tisch betrachtete. »Wir werden es schaffen, mein Sohn«, sagte John, und seine Stimme brach. »Wir werden das gemeinsam durchstehen.« Jamal umarmte seinen Vater und fühlte etwas, das er schon lange nicht mehr gespürt hatte. Sicherheit. Auf dem Polizeirevier beendeten Anna und Carlos den Tag erschöpft, aber gut gelaunt. »Hast du Jamals Lächeln gesehen?«, fragte Anna und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Carlos nickte mit einem Lächeln im Gesicht. »Dafür sind wir doch da, Anna. Es geht nicht nur darum, das Gesetz durchzusetzen. Es geht darum, etwas zu bewirken.« Die folgenden Tage brachten bedeutende Veränderungen in Johns und Jamals Leben. Zum ersten Mal seit langer Zeit wirkte ihr Haus wieder lebendig. Kisten mit Lebensmitteln füllten die zuvor leeren Schränke und Jamal hatte neue Kleidung und Spielzeug in dem kleinen Zimmer verteilt. An einem Montagmorgen machte sich John für seinen ersten Arbeitstag im Lagerhaus bereit. Er trug ein frisch gebügeltes Hemd, das Anna ihm ein paar Tage zuvor mitgebracht hatte, und ein paar Schuhe, die Carlos von einem örtlichen Ladenbesitzer besorgt hatte. Vor dem abgenutzten Spiegel richtete er mit zitternden Händen seinen Kragen. »Papa, du siehst wichtig aus«, sagte Jamal und lächelte, als er einen Teller mit zwei Stücken Brot und Eiern hochhielt, das Frühstück, das sie jetzt machen konnten. John lachte, aber seine Augen leuchteten. »Das ist alles für dich, Junge. Es ist an der Zeit, die Dinge zu ändern.« Jamal umarmte ihn fest und John spürte einen Kloß in seinem Hals. Er wusste, dass dieser Moment nur der Anfang war, aber zum ersten Mal seit Monaten fühlte er sich zuversichtlich. Später an diesem Tag beschlossen Anna und Carlos, das Haus erneut zu besuchen und einige zusätzliche Kisten mit Lebensmitteln und gespendetem Spielzeug mitzunehmen. Als sie ankamen, sahen sie Jamal, der auf seinem neuen Fahrrad vor dem Haus herumfuhr und ein Lächeln aufsetzte, das den ganzen Raum anzustecken schien. »Seht nur, was ich kann«, rief er aus, trat schnell in die Pedale und bog um eine Ecke in den kleinen Hof ein. Carlos applaudierte und lachte. »Jamal, du bist ein Naturtalent. Bald wirst du Rennen fahren.« Anna kam auf ihn zu und reichte ihm einen kleinen Rucksack. »Bitte sehr, Jamal. Ein paar Sachen für die Schule. Ich möchte, dass du dich in der Schule gut machst, okay?« Jamal nahm den Rucksack, sein Lächeln wurde breiter. »Danke, Anna. Du bist die Beste.« Im Haus kam John früh von der Arbeit zurück, sichtlich müde, aber mit einem anderen Ausdruck, den Carlos sofort bemerkte. Stolz. »War der erste Tag ein Erfolg?«, fragte Carlos, als er ihm half, einige Kisten aus dem Auto auszuladen. John nickte und wischte sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. »Es war gut. Ermüdend. Aber gut. Mein Chef meinte sogar, wenn alles gut geht, könnte ich mich dort weiterentwickeln. Das bedeutet mir sehr viel.« Anna lächelte und berührte sanft seinen Arm.
Du machst einen Unterschied, John. Für dich und für Jamal. Und wir werden für dich da sein, wenn du etwas brauchst. Jamal rannte ins Haus und umarmte seinen Vater ganz fest. Dad, hast du wirklich gearbeitet? Gehst du jetzt Pizza kaufen? Fragte er mit hoffnungsvollen Augen. John lachte und zerzauste das Haar seines Sohnes. Heute ist noch kein Pizzatag, Junge. Aber ich verspreche, dass wir bald ein Festmahl haben werden. An diesem Abend setzten sich Vater und Sohn an den Tisch, der nun mit Essen beladen war. Die Atmosphäre war einfach, aber die Wärme, die von dem Haus ausging, war unübersehbar. Zwischen den Bissen schaute John zu Jamal, der mit einem kleinen Kinderwagen spielte. Ich weiß, dass es nicht einfach war, Jamal. Und ich weiß, dass du für mich stark sein musstest. Aber danke, dass du deinen alten Vater nicht aufgegeben hast, sagte John, und seine Stimme brach. Jamal blickte überrascht auf. Ich würde dich nie aufgeben, Dad. Wir sind ein Team, schon vergessen? John nickte und umarmte seinen Sohn. Auf dem Polizeirevier dachten Anna und Carlos darüber nach, welche Auswirkungen dieser Fall nicht nur auf Jamals Familie, sondern auf die gesamte Polizeigemeinschaft gehabt hatte. Dieser Fall war anders, nicht wahr? Sagte Anna und sah sich die Berichte an. Carlos, mit einem Kaffee in der Hand, stimmte ihr zu. Es ging um mehr als nur die Lösung eines Problems. Es ging darum, die Hoffnung wiederherzustellen. Anna lächelte und rückte die Papiere auf dem Tisch zurecht. Und weißt du, was das Beste ist? Es ist noch nicht vorbei. Ihre Geschichte wird immer noch geschrieben. Carlos nickte und sah auf seine Uhr. Und lass das nächste Kapitel kommen. Aus Tagen wurden Wochen, und das Leben von John und Jamal verbesserte sich zusehends. John gewöhnte sich schnell an die Arbeit im Lager und gewann das Vertrauen seines Chefs, Herrn Miller, der ihn als engagierten und zuverlässigen Mitarbeiter beschrieb. Jamal seinerseits hatte eine stabilere und glücklichere Routine, erschien mit neuem Elan in der Schule und seine Noten begannen sich zu verbessern. Doch ein Geist aus Johns Vergangenheit schwebte immer noch über ihm und das Schicksal schien entschlossen, alte Rechnungen zu begleichen. Eines Nachmittags, als er im Lager arbeitete, wurde John in Millers Büro gerufen. Als er eintrat, fand er zwei Männer in Anzügen vor, die etwas mit ihrem Chef besprachen. Johns Herz raste, als er einen von ihnen erkannte. Es war George, sein ehemaliger Chef, der Mann, der ihn vor Jahren zu Unrecht gefeuert und des Diebstahls beschuldigt hatte, um seine eigene Korruption zu vertuschen. John, das sind Mr. Patterson und sein Anwalt, erklärte Miller. Es scheint, dass es eine laufende Untersuchung gibt und sie wurden erwähnt. John erstarrte. Er wusste, dass sein Name in eine zwielichtige Situation hineingezogen worden war, als er für George arbeitete, aber er hatte nie die Mittel, sich zu verteidigen. Jetzt schien der Fall endlich die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen. Ermittlungen? Fragte John und versuchte, ruhig zu bleiben. Worüber? Der Anwalt meldete sich mit ernster Miene zu Wort. Gegen George wird wegen Unterschlagung und Dokumentenmanipulation ermittelt. Ihr Name war in den Aussagen anderer Mitarbeiter enthalten, die bestätigten, dass sie als Sündenbock benutzt wurden. John sah Miller ungläubig an. Jahrelang hatte er die Last dieser Anschuldigung getragen, die nicht nur seinen Ruf zerstört, sondern auch zu seinem Niedergang auf dem Arbeitsmarkt beigetragen hatte. Endlich! Gerechtigkeit? Murmelte John und konnte es kaum fassen. Auf dem Polizeirevier erhielten Anna und Carlos einen Anruf von dem Anwalt, der den Fall verfolgte. Als Anna auflegte, wandte sie sich mit einem Augenzwinkern an Carlos. Du wirst es nicht glauben. Johns ehemaliger Chef steht kurz vor seiner Verhaftung. Und das Beste daran? John wurde von allen Anschuldigungen freigesprochen. Carlos klatschte vor Freude in die Hände. Das nenne ich ein faires Ende. Sagen wir es ihm. Als Anna und Carlos an diesem Abend bei Johns Haus ankamen, saß er auf der Veranda und sah Jamal beim Spielen mit einigen Kindern aus der Nachbarschaft zu. Als er die Polizisten sah, stand John verwirrt auf. Stimmt etwas nicht? Fragte er besorgt. Carlos schenkte ihm ein breites Lächeln. Eigentlich sind es gute Nachrichten. George wurde verhaftet und du wurdest der Veruntreuung für nicht schuldig befunden. Dein Name ist reingewaschen, John. John taumelte nach hinten und lehnte sich an das Balkongeländer. Freigesprochen? Ist das ihr Ernst? Anna nickte mit einem warmen Gesichtsausdruck. Vollkommen ernst. Es bedeutet, dass die Vergangenheit dich nicht mehr verfolgen kann. Du kannst weitergehen, wirklich. John schlug die Hände vors Gesicht und atmete tief durch, bevor er sie beide ansah. Ich kann euch nicht genug danken. Sie haben nicht nur geholfen, meine Familie zu retten,
Sie haben mir auch meine Würde zurückgegeben. Carlos klopfte ihm auf die Schulter. John, du hast es allein geschafft. Wir haben dir nur auf dem Weg geholfen. Im Laufe der Tage begann John von seinen Nachbarn anders gesehen zu werden. Der Mann, der einst als besiegt gegolten hatte, wurde nun für seine Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit respektiert. Auf der Polizeiwache erzählten die Beamten seine und Jamals Geschichte als Beispiel für die Überwindung. Auch die Gemeinde reagierte darauf. Es wurde ein Treffen im örtlichen Gemeindezentrum organisiert, zu dem John als Redner eingeladen wurde. »Bist du bereit dafür?«, fragte Anna, kurz bevor er auf die Bühne trat. John sah Jamal an, der ihn mit einem Lächeln ermutigte. »Ich bin es. Für ihn werde ich das immer sein.« Auf der Bühne erzählte John seine Geschichte mit fester Stimme und einem Herzen voller Dankbarkeit. Er erzählte von den Schwierigkeiten, der Verzweiflung und der Hilfe, die er von der Gemeinde und der Polizei erhielt. »Ich dachte, ich sei allein, aber ich habe gelernt, dass niemand wirklich allein ist. Es gibt Gutes da draußen, auch wenn wir es nicht sehen können. Und dafür danke ich jedem Einzelnen von Ihnen.« Das Publikum spendete ihm stehende Ovationen. Jamal rannte auf seinen Vater zu und umarmte ihn, während John Komplimente von Leuten erhielt, die ihn vorher kaum kannten, ihn aber jetzt als Symbol der Überwindung sahen. Anna und Carlos sahen zufrieden aus der Ferne zu. »Ich glaube, wir haben gerade den Beginn von etwas viel Größerem erlebt«, sagte Anna. Carlos nickte und lächelte. »Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wohin es führt.«